Damit du dir deine Stimme nicht ruinierst und weiterhin wie ein Engelchen singen kannst, spreche ich mit dir in diesem Video über die 7 tödlichsten Fehler, die ich bei vielen Sängern sehe, die deine Stimme ganz schnell killen können. Also, sprechen wir drüber. Fehler Nummer 1, den ich viele machen sehe, ist, sie singen einfach Lieder, die für sie noch momentan viel zu schwer sind. Ganz einfacher Fehler, weißt du, ich spreche immer gerne von 3 Zonen, ne? Da gibt es die Komfortzone. Die Komfortzone ist der Bereich, in dem du dich pudelwohl fühlst und wo dir alles leicht fällt. Und dann gibt es die Lernzone drumherum. In der Lernzone, da wird es schon ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig, aber das ist halt die Zone, in der du lernst. Wenn du dich nur in deiner Komfortzone befindest, lernst du nichts. Und dann gibt es noch die Panikzone außerhalb, wo du komplett hoffnungslos überfordert bist. Und wenn du dich da permanent aufhältst, dann ist das erstens für deine Einstellung schlecht, weil dann hast du irgendwann keine Lust mehr zu singen und das gilt auch für jeden anderen Bereich des Lebens. Du wirst natürlich auch deiner Stimme, wenn schon, eher nur schaden und deine Technik ruinieren, weil du vielleicht permanent mit falscher Technik an Sachen arbeitest, die momentan einfach noch nicht möglich für dich sind. Also such dir immer Sachen, die dich herausfordern und in deiner Lernzone liegen. Fehler Nummer 2 ist zu viel einsingen oder zu lang. Ja, ich sehe das immer wieder, dass Leute auf die Bühne gehen. Und mein erster Gesangslehrer, der hat zu mir immer gesagt, sing dich niemals länger als 10 Minuten ein, sonst lässt du deine Stimme in der Garderobe. Manche singen so lang, bis sie einfach schon müde sind und dann auf der Bühne nicht mehr performen können. Also sing dich nicht zu lange ein, sondern geh einfach nur durch ja, die Routinen, die dir wirklich gut tun. Das soll Entspannung bringen, wenn du dich einsingst und es soll dir helfen, die Bewegungen wiederzufinden, die du machen möchtest, die du von deiner Stimme und deinem Körper möchtest, um auf der Bühne gut zu performen. Die nochmal durchgehen und wenn du das gemacht hast, reicht das. Fehler Nummer 3. Nach zu lange Einsingen kommt zu lange und zu viel Üben. Üben ist wichtig. Aber wenn du zu lange am Stück zum Beispiel übst, dann wirst du auch deine Stimme einfach nur ermüden und am Ende bist du heiser und kannst nicht mehr wirklich weiter singen. Manchmal, wenn ich sehr anstrengende Sachen übe, sehr anstrengende Lieder, die sehr hoch sind, sehr laut gesungen werden, ich übe dann zum Beispiel so, am Vormittag übe ich 10 Minuten, am Nachmittag übe ich 10 Minuten und am frühen Abend übe ich nochmal 10 Minuten. Und zwischendrin hat meine Stimme Zeit, sich zu erholen und so kann ich wunderbar 30 Minuten an diesem Tag trainieren. Wenn ich aber 30 Minuten am Stück ein und dasselbe trainiere, bin ich danach einfach nur platt. Meine Stimme sagt, vielen Dank, see you, ne? Ich bin raus aus der Nummer und für den Rest des Tages kann ich nicht mehr wirklich mit meiner Stimme arbeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber teile dir deine Energie gut ein. Und wenn du einmal richtig gut geübt hast und wenn es nur eine Minute war, sag lieber manchmal, hey, das reicht jetzt, ich habe das gut gemacht und ich mache das einfach später oder morgen nochmal. Da lernst du sehr viel mehr, als wenn du so lange übst, bis du wieder schlechter wirst, weil du einfach müde bist. Fehler Nummer 4 ist, viele wollen einfach zu hoch und zu laut die ganze Zeit singen. Ja, teil dir deine Kräfte ein. Ich finde, Sam Smith ist ein tolles Beispiel dafür, wie man manchmal in der Höhe relativ leicht und gar nicht so laut singen kann. Und es hat immer noch einen, ja, so ein bisschen Squealo, würden die Italiener sagen. Diesen Klang, der so richtig schön durchdringend ist. Wenn du übst, üb nicht immer nur an deiner Leistungsgrenze ganz oben und ganz laut, sondern üb gerne mal ein bisschen darunter. Und wenn du auch darunter bleibst, wirst du merken, dass deine Grenzen sich trotzdem irgendwann nach oben rausschieben. Fehler Nummer 5, und den macht wirklich fast jeder, ist deine Stimme und deinen Gesang selbst schlecht machen. Ich meine damit die kleine Stimme in deinem Kopf, die immer sagt, ah, das ist nicht gut genug oder es gibt andere, die können das viel besser. Das hilft dir alles überhaupt nichts, dich selbst schlecht zu machen. Das bringt nur eine schlechte Stimmung. Also akzeptiere deine Stimme, lerne deine Stimme lieben, lerne mit ihr umgehen. Und ich habe so viele Schüler, die wirklich tolle Sänger sind, die selbst dann immer sagen, ja, nee, gefällt mir nicht. Und weißt du was? Es gibt viele Leute, die deren Musik und deren Gesang hören und die sind hin und weg. Aber sie selbst sind nie so richtig begeistert. Vielleicht, auch wenn du selbst nicht ganz zufrieden mit deiner Stimme bist, finden andere deine Stimme richtig gut. Konzentriere dich also bitte immer mehr auf deinen Fortschritt in deinem Gesang als auf den Ist-Zustand, weil mit dem Ist-Zustand, wie sie ist, da sind die meisten eigentlich nie zufrieden. Nie so ganz. Also guck immer nur darauf, was hast du gelernt, was ist besser geworden. Das motiviert dich, weiterzumachen. Fehler Nummer 6 ist fehlende Stütze. Fehlende Stütze, das heißt einfach, dass
der Luftdruck, der hier von hier unten kommt, ja, und unter den Stimmlippen, dann dafür sorgt, dass die Stimmlippen anfangen zu schwingen. Ja, der subglottische Druck, das Luftdruck drunter. Wenn der nicht gut balanciert ist, dann ist es natürlich auch super schwer zu singen. Zum Thema Stütze habe ich hier noch ein Video für dich. Kannst du draufklicken oder auch in der Beschreibung den Link, um darüber mehr zu lernen. Fehler Nummer 7 ist, falsche Vokale bzw. die Grenzen gewisser Vokale nicht zu respektieren. Es gibt einfach Vokale, die sind in bestimmten Lagen leichter, laut zu singen, hoch zu singen, mit mehr Bruststimme, wie viele sagen würden. Und es gibt andere Vokale, die sind da schwerer zu singen. Und diese Grenzen, die musst du als Sänger einfach kennen und respektieren lernen. Ich habe hier eine Playlist für dich zusammengestellt, in der kannst du einen ziemlichen Rundumschlag machen und die Grundlagen für deine Stimme richtig legen, beziehungsweise deine Stimme auch schon richtig ausbauen, denn da sind ziemlich viele Übungen drin und die werden immer schwerer. Also klick da drauf, klick dich durch und werde exzellent. Bis zum nächsten Mal. Happy Humming!